Good evening, this is Rolodex. We don't want to die in hospital. Bonsoir, monsieur, dame, c'est les femmes et les oeufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist Vorsorgevollmacht. In der ersten Folge habe ich einmal darüber gesprochen, was hier zur Motivation steht auf der Seite 25 in das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale NRW und über die 6 Schritte zur Vorsorgevollmacht. Ich möchte die Seite 27 vorlesen. Da geht es darum, was wichtig zu wissen ist. Die Seite ist auch überschrieben mit "Das ist wichtig zu wissen" und es gibt 2 Tipps auf dieser Seite. Das ist wichtig zu wissen. In der Vorsorgevollmacht können Sie ein oder mehrere Vertrauenspersonen bevollmächtigen, in ihrem Sinne Entscheidungen zu treffen und zum Beispiel Verträge zu unterschreiben. Die Vollmacht kann sich sowohl auf medizinische Behandlungen als auch auf andere wichtige Geschäfts- und Lebensbereiche wie Bankgeschäfte oder die Bestimmung des Wohnortes beziehen. Die Vorsorgevollmacht legt also schon im Voraus fest, welche Dinge im Fall der Fälle von wem wie zu regeln sind. Wem und wie wird hier groß geschrieben in allen Buchstaben. Durch eine Bevollmächtigung für Gesundheitsfragen lässt sich auch sicherstellen, dass die Patientenrechte des Vollmachtgebers durchgesetzt werden. Tipp: Fachkundige Beratung zum Thema Vorsorgevollmacht erhalten Sie bei den örtlichen Betreuungsvereinen und einigen Verbraucherzentralen. Okay, es gibt Betreuungsvereine. Ich kenne hier keinen. Ich sag's nochmal, Jungen und Mädchen aus Höchscheid, Finger weg von Vollmachten. Ich weiß schon, dass ich jemanden möchte, der von einem Gericht bestellt wird, so, und von einem Gericht kontrolliert. Vollmacht oder Vorsorgevollmacht, wo liegt der Unterschied? Der Unterschied zwischen einer normalen Vollmacht und einer Vorsorgevollmacht besteht lediglich darin, dass die Vorsorgevollmacht nicht sofort nach der Unterschrift verwendet werden soll, sondern erst, wenn Umstände eingetreten sind, in denen der Vollmachtgeber nicht selbst entscheiden kann. Wir empfehlen, eine Vorsorgevollmacht auszustellen, die nach außen gegenüber Dritten sofort gültig ist. Zeitpunkt oder Umstände, ab wann die Vollmacht verwendet werden darf, sollten lediglich im sogenannten Innenverhältnis zwischen dem Vollmachtgeber und dem Bevollmächtigten festgelegt sein. Das heißt, die Vorsorgevollmacht besteht im besten Fall aus 2 Schriftstücken, mit denen nach außen am besten ab sofort gültigen Vorsorgevollmacht erhält der Bevollmächtigte die Befugnis, den Vollmachtgeber in den in der Vollmacht benannten Aufgabenbereiche zu vertreten. Details zur Umsetzung und Einschränkungen zum Einsatz der Vollmacht erschweren die praktische Umsetzung und sollten deshalb im nach außen wirksamen Schriftstück vermieden werden. So, an der Stelle möchte ich sagen, wenn man sowas macht, und da ist jemand mit krimineller Energie dran, dann ist man so dermaßen gefickt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ich habe eine rechtsanwaltliche Beratung in Anspruch genommen. Ich dachte, der Typ sei Rechtsanwalt. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, er ist es nicht, so wie der arbeitet. Ist in Solingen-Gräfrath ein ganz widerlicher Kerl. Der wollte mir sowas unterjubeln. So. In einem separaten Schriftstück, quasi einem Vertrag zwischen dem Vollmachtgeber und dem Bevollmächtigten, lässt sich im sogenannten Innenverhältnis festlegen
unter welchen Bedingungen die Bevollmächtigte tätigt werden darf. Außerdem kann dieser Vertrag detaillierte Anweisungen dazu enthalten, was wie zu erledigen ist. Ich würde von diesem Instrument die Finger lassen. So dermaßen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist böse. Das lädt zum Missbrauch ein und es gibt viele Leute mit krimineller Energie, die anderen sowas unterjubeln wollen. Und ich würde auch einen großen Bogen um Betreuungsvereine an der Stelle machen. Die sind da relativ schnell dabei. Besprechen Sie mit, ich betone, es ist ein angeblicher Rechtsanwalt, besprechen Sie mit Ihrem Bevollmächtigten, welche Wünsche, Werte und Vorstellungen Sie haben und was Ihnen besonders wichtig ist. Im Gespräch lässt sich vieles einfacher erklären als in Schriftstücken. So ist es für den Bevollmächtigten leichter, Dinge in Ihrem Sinne umzusetzen. Außerdem erfahren Sie, ob der Bevollmächtigte ähnliche Einstellungen hat wie Sie. So, das war's schon damit. Mir wird jetzt schon schlecht. So, Jungen und Mädchen aus Hüscher, lasst die Finger von Vollmachten. Ich sag's nur immer wieder. Mal gucken, was der Richter sagt. Das Arschloch will sogar Honorar dafür von mir haben, dass er versucht hat, mich übers Ohr zu hauen oder zu betrügen. Übers Ohr hauen kann man es nicht mal mehr nennen. Es ist einfach nur mit krimineller Energie geschehen. Der Typ gehört in den Knast und nirgendwo sonst hin. Tschüss.